Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Koch wieder von mir. Heute habe ich ein Kaiserschmarrn-Rezept für euch. Es ist eine Nachspeise, die wir als Familie sehr, sehr gerne essen. Und das werde ich euch zeigen, wie das geht. Es ist sehr, sehr einfach. Man braucht sehr wenig Zutaten und es dauert nicht lang. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und viel Glück beim Backen. Für dieses Rezept brauchen wir 200 ml Milch, 4 Eier, 130 Gramm Mehl, 3 Esslöffel Zucker, eine Packung Vanillezucker, 40 Gramm Rosinen und eine Esslöffel Butter. Als erstes habe ich das Eiweiß von Eigelb voneinander getrennt. Danach habe ich das Eiweiß in eine Schüssel reingegeben und steif geschlagen. In einer anderen Schüssel habe ich die Eigelbe, Zucker, Vanillezucker und ca. 100 ml Milch reingegeben und zusammengemischt. Und anschließend habe ich das Mehl hinzugefügt und so lange gemixt, bis alle Klumpen weg sind. Und dann habe ich die restliche 100 ml Milch dazugegeben und weiter gemixt. Als nächstes kommen die Rosinen und das steif geschlagene Eiweiß rein und anschließend das Ganze gut miteinander verrühren. In einer Pfanne habe ich die Butter geschmolzen und darüber meine Kaiserschmarrnmasse gegeben und anschließend für ca. 10 Minuten beim 180 Grad im vorgeheizten Backofen. Nach ca. 10 Minuten Backzeit ist mein Kaiserschmarrn fertig ausgebacken. Dann den Kaiserschmarrn in kleine Stücke auseinander zupfen und mit Staubzucker bestreuen. So meine Lieben, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, den Kaiserschmarrn hat euch geschmeckt und bis nächstes Mal. Tschüss!